jeder Weg besteht aus einzelnen Schritten und so geht man halt jeden Tag auch wieder einen Schritt und manchmal gefühlt auch wieder einen Schritt zurück und man versucht den Weg zu finden, ja. Und ich glaube, wenn man das Ziel irgendwo vor Augen hat und den Weg noch nicht genau kennt, kommt es eben auch darauf an, dass man etwas die Spuren lesen kann und die richtige Richtung sucht und findet und wenn man sich mal verirrt hat, eben auch den Mut hat, wieder zurückzugehen. Und so ist das mit der Entscheidung, das Startup selbst zu gründen ja auch. Also sie sind irgendwann an einem Punkt, wo sie sagen, ja, das möchte ich jetzt gern machen und da ist nicht alles klar. Und das, glaube ich, ist bei allen so. Und dann geht es eben darum, Stück für Stück den Weg zu beschreiten. Wir tragen die Überzeugung, dass man neue Wege beschreiten sollte, aber auf bestehenden Sachen auch aufbauen und dass man alle Stakeholder, wie man heute so schön sagt, mit einbeziehen sollte und ein Konzept verfolgen, was für alle, die heute schon erfolgreich das Business betreiben, in einem anderen Kontext eben auch einen Wert bringt und wo sie das auch sehen können. Angst vor der Aufgabe ist schlecht, weil sie dann eigentlich sich von der Angst leiten lassen. Und in dem Sinne ist es natürlich richtig, dass Angst vor der Sache sehr ein negatives Gefühl ist und aus dem negativen Gefühl heraus etwas Positives und etwas Innovatives zu machen, ist sehr schwierig. Und deswegen ist ja eigentlich immer mein Rezept, am Morgen aufstehen und die Sorgen vom letzten Tag hinter sich lassen. Und wenn Sie so ein Mensch nicht sind, ist das natürlich wesentlich schwieriger. Wenn Ihnen das aber gelingt, ist das nicht nur für Ihre Lebenseinstellung, sondern eben auch als Unternehmer und Start-up-Unternehmer im Besonderen hilfreich. Fehlschläge aus meiner Sicht sind vor allem Möglichkeiten zum Lernen und zu sehen, was war gut und was war nicht so gut. Und oft ist es so, dass was man im ersten Moment als Fehlschlag empfindet, ist in der zweiten Lesart eigentlich etwas, wo sie daraus gelernt haben, wo sie etwas daraus geschöpft haben und was vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt sogar vorteilhaft sein kann.